erste Doctor Who die finale Staffel von Game of Thrones kommt gerade raus. Ich habe gedacht, ich stelle die erste Folge nach. Es dauert zu lange so. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Wenigstens frieren euch nicht die Eier ab. Ihr nehmt großen Abstand zu Zwergenwitzen, aber meine Hurenwitze liebt ihr. Wieso? Weil ich noch Eier habe. Und ihr nicht. Ich hab dich gewarnt. Nordmänner vertrauen Fremden nicht allzu sehr. Sieh dich nur an. Du bist ein Mann. Ja, fast. Königin Daenerys aus dem Haus Targaryen. Meine Schwester, Sansa Stark, die Lady von Winterfell. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft, Lady Stark. Der Norden ist so schön, wie euer Bruder ihn beschrieben hat. Und ihr auch. Winterfell gehört euch, eure Hoheit. Wir haben keine Zeit für sowas. Der Nachtkönig hat euren Drachen. Er ist jetzt einer von ihnen. Die Mauer ist gefallen. Die Toten marschieren in den Süden. So wie wir von der Mauer gehört haben, habe ich alle unsere Banner nach Winterfell gerufen. Lord Umber, wann können wir mit eurer Gefolgschaft rechnen? Wir brauchen mehr Pferde und auch Wagen, wenn ich bitten darf, Milady. Und Milord. Und meine Königin. Verzeiht. Ihr bekommt so viele, wie wir entbehren können. Kehrt zum letzten Heer zurück und bringt alle nach Winterfell. Wir müssen auch Raben zur Nacktwache schicken. Es ist sinnlos, die Festung zu bemannen. Euer Gnaden! Aber seid ihr das denn noch? Ihr habt Winterfell als König verlassen und kommt zurück als... Ich weiß, was ihr jetzt seid. Ein Lord? Oder gar niemand? Das ist nicht wichtig. Nicht wichtig? Wir wählten euch zum König des Nordens. Das habt ihr, Milady. Es war die größte Ehre meines Lebens. Und ich werde immer dankbar sein für euer Vertrauen. Aber als ich Winterfell verließ, sagte ich euch, ohne Verbündete werden wir sterben. Und diese Verbündeten habe ich mitgebracht. Und sie werden an unserer Seite kämpfen. Ich hatte die Wahl, die Krone zu behalten oder den Norden zu retten. Und ich entschied mich für den Norden. Sollte irgendjemand diesen Krieg hier überleben, verdanken wir das Jon Schnee. Er hat sein Leben dafür riskiert, um uns die Gefahr zu zeigen. Dank seines Mutes haben wir die größte Armee, die die Welt je gesehen hat. Wir haben 2 ausgewachsene Drachen mitgebracht. Und bald wird die Lannister-Armee nach Norden reiten und sie uns anschließen. Ich weiß, wir waren in der Vergangenheit nicht die besten Freunde. Aber jetzt müssen wir zusammen kämpfen. Sonst sterben wir. Wenn ihr die Frage erlaubt, wie wollt ihr die größte Armee verpflegen, die die Welt je gesehen hat? Als ich sagte, die Vorräte reichen bis zum Winter, hatte ich nicht mit Dothraki, unbefleckten und 2 ausgewachsenen Drachen gerechnet. Was essen Drachen überhaupt? Wonach ihnen der Sinn steht?
Ich habe jetzt 4 Stunden aufgenommen und bin aber 10 Minuten. Jetzt habe ich keine Lust mehr, deswegen sage ich einfach mal, ich stelle nur die ersten 10 Minuten nach. Lass ein Like da. Kannst du noch Comedy News gucken oder so, falls du Lust hast. Tschüss, schönen Tag noch.